Aber nun kommen wir zu Emil Brunner. Sie wissen, es fängt hier ja schon mit dem Titelbild meiner Brunner-Biografie an. Ich bin dazu gekommen, dieses Buch zu erarbeiten auf ein bisschen seltsamen Umwegen. Ich bin selbst ja nie ein Brunner-Schüler gewesen. Ich habe ein international ziemlich verbreitetes und anerkanntes Buch seiner Zeit einmal über Karl Barth geschrieben. Und die Folge war, dass der emeritierte Professor Werner Kramer, der damals Präsident der Emil Brunner Stiftung war, sagte: Frank, du bist derjenige, der die von uns lange gewünschte Brunner-Biografie erarbeiten sollte. Und ich habe es dann angenommen mit Sitten und Sagen, habe ungefähr 6 Jahre in den Nachlass von Emil Brunner vertieft und so ist das Buch geworden. Und ich möchte als Einführung zur Tagung, vor allem auch für die Jüngeren unter Ihnen, einfach ein bisschen von Emil Brunner erzählen, von seinem vielfältigen Lebenswerk, da er ja doch wohl weitgehend heute zu den Vergessenen gehört, und vielleicht auch aufzeigen, ganz am Schluss vor allem meiner Ausführungen, wo ich denke, dass was behaltenswert ist und wo man auch weiter diskutieren müsste. Nun, ich fange an mit Brunners Herkunft. Er ist ein Zürcher. Die Familie stammt aus Oberrieden am Zürichsee. Er ist in Winterthur geboren worden, hat er aber sehr schnell seine Kindheit und Jugend in Zürich verbracht und hat sich immer als einen echten Zürcher verstanden. Von sich selbst auch die Meinung gehabt, er sei der bedeutendste Zürcher Theologe seit Zwingli. Wir sehen hier die Familie. Sein Vater war Primarlehrer in Zürich-Enge. Seine Mutter, eine Pfarrerstochter aus dem Thurgau, führte einen kleinen Lebensmittelladen im Quartier, um so zusammen mit dem relativ kümmerlichen Gehalt ihres Mannes, dem Sohn, eine Karriere zu ermöglichen. Er ist aufgewachsen mit 3 Schwestern. Sie sehen hier den jungen Mann, als er etwa 20 Jahre alt war, ein ernsthafter Jüngling. Er hatte die Kantonsschule in Zürich besucht, hatte sehr gut dort abgeschlossen, hatte auch einmal bei einem Turnfest einen Kranz erworben und er konnte auch sehr gut zeichnen und musizieren. Aber sehr früh war für ihn klar, dass er Pfarrer werden wollte. Eine ganz wichtige Bezugsperson, die in seiner Biografie eine Schlüsselrolle spielt, war Hermann Kutter, hier Pfarrer am Neumünster, gleich einige Schritte weiter oben von diesem Kirchgemeindehaus. Kutter war mit Brunners Eltern befreundet. Die Eltern wohnten zwar in der Enge, haben den Sohn aber zu Kutter ans Neumünster in den Konfirmandenunterricht geschickt. Er empfand sich wirklich als Kutter-Jünger. Er war sein Mentor und er hat später auch eine Nichte von Kutter geheiratet, worauf er ihn dann Onkel Hermann nennen durfte. Und ich denke, der Hintergrund von Kutter spielt im ganzen Lebenswerk eine wichtige Rolle. Kutter, der in seinem Buch Sie müssen ja das Schlüsselwerk seiner Zeit der religiös-sozialen Bewegung in der Schweiz geschrieben hat. Hier sehen Sie das damalige Eidgenössische Polytechnikum. Die theologische Fakultät war zur Zeit, als Brunner studierte, im Südflügel untergebracht. Die hatten noch kein eigenes Gebäude, das erst am Ende von Brunners Studium dann eingeweiht wurde. Und hier kommt nun die zweite Schlüsselfigur in seinem ganzen Werdegang, für ihn auch von entscheidender Bedeutung.
der Professor, den er schon im ersten Semester kennenlernte und für den er geschwärmt hat und mit dem er dann auch freundschaftlich verbunden war, sie hatten eine Art Vater-Sohn-Verhältnis zueinander, war Leonhard Ragaz, der andere bedeutende religiös-soziale. In jener Zeit sind Kutter und Ragaz ja noch miteinander kollegial befreundet gewesen. Später haben sie sich entzweit, Kutter mehr in der Richtung einer Innerlichkeit, Ragaz eher im Sinne eines Engagements nach außen des Christentums. Und es ist ganz wichtig, wenn man die Entwicklung von Brunner zu verstehen versucht, er stand zwischen diesen beiden für ihn Größen drin, er versuchte zu ihnen zu vermitteln, er schrieb Briefe an Onkel Hermann, in denen er Verständnis für Ragaz zu wecken versuchte und umgekehrt Briefe an Ragaz, in denen er eher die Position von Kutter einnahm. Beide sind dann jeweils wütend geworden. Der Onkel hat gesagt, jetzt sehe ich endlich, was für ein Schwimmer du bist, ich habe dich völlig verkannt, hat dann allerdings später wieder eingelenkt. Sie sehen übrigens hier ein hübsches Detail aus den Nachschriften Brunners von seinen Vorlesungen an der Universität. Es ist dies eine praktisch-theologische Vorlesung von Leonhard Ragaz und wir sehen hier, dass Brunner auch fähig war, von Ragaz eine sehr hübsche Vignette zu zeichnen. Ich finde das ein sehr hübsches menschliches Detail. Nun, Brunner schloss das Theologiestudium relativ zügig ab. Er hatte auch ein Semester in Berlin studiert. Er ging sofort daran, eine Dissertation auszuarbeiten. Damals machte man nicht den Doktor-Theo, sondern den Lick-Theo, aber das ist nach heutiger Bewertung gleichwertig. Und als er mit der Dissertation fertig war, war er erst 24 Jahre alt und fühlte sich noch zu jung, um in ein Pfarramt zu gehen. Er spürte daneben ein Defizit, er hatte das humanistische Gymnasium besucht und er war sich schon damals vor dem Ersten Weltkrieg bewusst, dass die englische Sprache die Weltsprache ist, dass die britische Kultur die ganze Welt umspannt und darum ging er dann nach England, wo er in den Jahren 1913 und 14 als Lehrer an einem Gymnasium oder sogar an zwei Gymnasien gewirkt hat, zuerst an einer Internatsschule für Jungs in Great Yarmouth, wunderbar gelegen am Meer, aber die Schule war ein bisschen nicht nach Brunners Geschmack, zu viel Sport und zu wenig Latein. Und er wechselte dann nach Leeds, an diese damals ganz neue Schule, wo er Französisch und Zeichnen unterrichtete. Wobei er den englischen Kindern, wie er sagte, die französische Konversation aufgrund von Tragödien von Corneille vermitteln zu versuchte. Er hat sich damals natürlich ganz, ganz intensiv in die angelsächsische Kultur eingearbeitet. Er war auch politisch sehr wach. Er hat unzählige Tageszeitungen aller politischen Richtungen gelesen, hat sich aber auch in die englische Literatur- und Philosophiegeschichte vertieft und hat insofern in England ganz Wichtiges, das ihn sein ganzes Leben bestimmen sollte, in sich aufgenommen. Allerdings dann, Sommer 1914, der Erste Weltkrieg bricht aus, der junge Mann musste in die Schweiz zurück, musste sich im Aktivdienst zuerst im Jura beteiligen, wo man die Grenze gegen Frankreich bewachte. Allerdings dank seiner Kenntnisse, vor allem auch seiner Englischkenntnisse, wurde er dann vom militärischen Geheimdienst beauftragt, in Bern in einem Büro die Presse auszuwerten und die Weltlage genauer zu beschreiben. Und
dank dem, dass sein Onkel Hermann Kutter ihn als Vikar anstellte, wurde er da vom Militärdienst befreit. Er war 6 Monate lang hier am Neumünster und es sind immer noch die Predigten aus jener Zeit erhalten, die zeigen, was für ein engagierter, religiös-sozialer, junger Theologe er war. Es kam dann zur Verlobung, Heirat, Geburt des ersten Sohnes, Hans Heinrich, den sicher viele von Ihnen auch noch im Gedächtnis haben, und Brunner war hier Pfarrer im glanerischen Obstalden hoch über dem Walensee. 10 Jahre lang hat er mit großer Intensität sich im Pfarramt eingesetzt, wobei typisch für jene Zeit und jene Generation, bei Karl Barth ist es ja auch so, im Zentrum der Aufgabe stand die Predigt. Er hat seine Predigten mit äußerster Sorgfalt vorbereitet, sich sehr stark darauf konzentriert, auf diesen Hintergrund auch seine theologische Weiterbildung betrieben. Die Hausbesuche und die Seelsorge, die wurde von seiner Frau wahrgenommen. Das war damals in sehr vielen Pfarrhäusern so. Seine Frau war übrigens eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Sie war künstlerisch begabt. Sie hatte in München eine Ausbildung zur Zeichenlehrerin an höheren Schulen gemacht und hat ihr Leben lang gezeichnet und gemalt, und wir sehen hier von ihrer Tuschfeder, wie sie die Gemeinde Obstalden im Lagerland wahrgenommen hat. Es ist die Zeit, wo dann die, wie wir heute sagen, dialektische Theologie entsteht. Wir sehen hier Emil Brunner rechts, wie er von Eduard Thurneisen und von Friedrich Gogarten in Obstalden besucht wird. Er war von Anfang an sehr eng im Kontakt mit Thurneisen. Sie hatten sich angefreundet in der Zeit, als Thurneisen Sekretär am CV Judem hier in Zürich im Glockenhof war. Und der Briefwechsel zwischen Brunner und Thurneisen füllt 2 dicke Bundesordner. Und Brunner selbst ist dann allmählich, aber immer deutlicher, auch zu einem der frühen dialektischen Theologen geworden. Hier noch ein anderes Dreigestirn, der junge Karl Barth, der Zürcher Freund Rudolf Pestalozzi von der Eisenhandlung, der Sponsor der dialektischen Theologie. Er hat etwa die Druckkosten übernommen für Barths ersten Römerbrief. Kommentar, und aus den Briefen geht hervor, wie oft sowohl Barth als auch Brunner als auch Thurneisen bei den Pestalozzis vor allem in ihrem Landhaus in Oberrieden zu Gast waren. Es war übrigens, ich habe erst in diesen Tagen mich noch einmal damit befasst, in einem anderen Zusammenhang, mir ist aufgefallen, das Berger in Oberrieden war so fast etwas wie ein kleiner Monte Verita. Man hat auch nackt in Brunnen gebadet und hat unter dem Sternenhimmel im Freien geschlafen. Ganz interessant in den frühen 20er Jahren, was da alles geistig in Bewegung war. Nun, durch die Vermittlung des Pioniers der ökumenischen Bewegung, Adolf Keller, hat dann Pfarrer Brunner in Obstalden ein einjähriges Stipendium für das Junior Theological Seminary in New York bekommen. Das Stipendium war so groß, dass es reichte für die Reise nach Amerika, für den Aufenthalt dort und zugleich für den Unterhalt der Pfarrerfamilie und die Anstellung eines Vikars. Und so ist dann Brunner ein ganzes Jahr in New York gewesen, hat dort sich in die englischsprachige Theologie noch viel mehr vertieft, besonders auch in die Religionspsychologie, für die er ein großes Interesse hatte. Also das ist eine Foto des Union Theological Seminary aus der Zeit, als Brunner dort war. Ich habe die selbst dort im Archiv für mich ausgraben lassen. Und der wichtigste Professor rechts, das war Coe, ein bedeutender Religionspsychologe,
Psychologe, mit dem Brunner zusammengearbeitet hat. Brunner hat aber auch die amerikanische Kirchengeschichte genauer kennenlernen wollen und er hat dieses kleine Büchlein, die denkwürdige Geschichte der Mayflower-Pilgerväter, geschrieben, das dann 1920 erschienen ist. Mir hat neulich jemand gesagt, der sich mit den Pilgerväten beschäftigen musste, eigentlich heute noch, wäre das eine unüberholte, gute, wissenschaftlich fundierte Einführung in dieses Kapitel der amerikanischen Geschichte. Brunner ging dann nach Obstalden zurück. Hier sehen Sie nur ein Blatt eines seiner Sonntagspredigten. Die Predigt, die uns jetzt im Detail hier nicht beschäftigen muss, ist sehr lang nach heutigen Begriffen. Er wurde an jenem Sonntag von Karl Barth und Eduard Thurneisen besucht. Und nach der Predigt nahmen sie ihn ins Gebet und sagten, du bist langweilig. Und du moralisierst und du machst eh alles falsch. Aber Brunner ließ sich davon zwar schon erschüttern, aber nicht verändern, sondern er hielt an seiner Position fest. Hier zeichnet sich eben dann schon ab, dass der Weg zwischen Brunner und Barth in verschiedene Richtungen sich weiterentwickeln sollte. Es entsteht in jenen Jahren zunächst einmal seine Habilitationsschrift, Erlebnis, Erkenntnis und Glaube. Sehr erfolgreich, hat viele Auflagen erlebt und in den frühen 20er Jahren war das eine der Ikonen der damals neuen Theologie gegenüber zu dem, was man als die Theologie des 19. Jahrhunderts kritisch in Frage zu stellen glaubte. Und noch wichtiger sein Buch Die Mystik und das Wort über Schleiermacher, eine Abrechnung mit Schleiermacher. Karl Barth sagte von dem Buch, es wirke wie Wurmpulver. Es sei unglaublich, wie der Schleiermacher von Brunner abgeschlachtet werde. Und ich denke, bis weit zu über den Zweiten Weltkrieg hinaus ist das Schleiermacherbild der durchschnittlichen evangelischen Theologie von diesem Buch sehr stark. Ich denke allerdings, auch sehr einseitig beeinflusst worden. Durch Erlebnis, Erkenntnis und Glaube wurde Brunner dann, nachdem es einige Widerstände in der Fakultät gegeben hatte, zunächst Privatdozent und dann auch Professor für systematische und praktische Theologie. Faktisch war er der Nachfolger von Leonhard Ragaz. Es gab allerdings gewisse Professoren, die diesen Youngster nicht gern in ihrer Mitte sahen, etwa der in meiner Meinung nach sehr bedeutende Kirchenhistoriker, der Liberale Walter Köhler, schrieb in der Neuen Zürcher Zeitung, die Theorie Karl Barth von der Offenbarung senkrecht von oben sei erkenntnistheoretischer Unsinn. Aber die mussten sich dann beugen und Brunner hat dann rein faktisch für die theologische Fakultät einen unglaublichen Aufschwung gebracht. Als er anfing, gab es nur etwa 20 Studenten, bald einmal hat er in seiner Hörvorlesung über 100 oder wenn es Vorlesungen für ein größeres Publikum waren, hat er sogar gegen 200 Hörer. Man kann das in der Buchhaltung der Uni nachlesen, wenn man schaut, was für Hörergelder die Professoren bekamen. Und er hat sehr schnell sich weiterum ein hohes Ansehen erworben. Hier noch ein Bild der Uni aus dem Bändchen, das herausgegeben wurde anlässlich der Einweihung des neuen Gebäudes. Seine Antrittsvorlesung als Privatdozent, die Grenzen der Humanität, ein auch heute noch sehr lesenswertes kleines Buch übrigens, die Gestaltung der Umschlagseite stammt von Frau Brunner, die eben hier ihr künstlerisches Talent wahrgenommen hat. Die Familie Brunner, sie hatten nur Söhne,
Und es ist so, dass, ich muss mir schnell einen Moment überlegen, der ganz rechts, das ist Hans Heinrich, und dann kommt auf der anderen Seite links der zweite Sohn Peter, dann kommt Andreas Brunner, der später CEO von Landis und Gier geworden ist, weil er eine Tochter Gier heiratete und der in Zug auch Nationalrat geworden ist. Und dann sehen wir noch den Jüngsten, den Thomas, der später, als ich ein Hut war, war er in Zürich der berühmteste Pfadiführer. Und der hat an der ETH Physik studiert, ist dann aber leider, komme ich noch darauf zurück, an einem Eisenbahnunglück tödlich verletzt worden. Das also die Familie Brunner in der Zeit zwischen 1930 und 1940. Hier Brunner als Dozent, das ist aus unserem eigenen Familienarchiv. Mein Schwiegervater Wildberger war ja ein Brunner-Schüler und darum werden auch in unserem Familienarchiv noch gewisse Fotografien aufbewahrt. Der junge Professor hatte einen ungeheuren Lehrerfolg, gleichzeitig hat er aber auch zum Teil sehr kritische Reaktionen herausgefordert. In meinem Buch zitiere ich die Schriftstellerin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach, die sich über den Brunner-Kult unter den Studenten mächtig aufgeregt hat. Sie schreibt, es sei unglaublich, wie da alle nur ihm an den Lippen hingen und jedes kritische Denken auf die Seite gestoßen worden sei. Sie halte diese Vorlesungen nicht aus, aber sie war natürlich eine Ausnahme. Ein ganz wichtiges Buch war dann der Mittler. Man nennt es in der Regel in der Fachliteratur die Christologie der dialektischen Theologie. Es ist ein Buch, das versucht zu zeigen, dass die altchristlichen, christologischen Dogmen von Nicäa und Chalcedon eben auch für heute wichtig sind, wenn man sie richtig versteht. Sie sehen hier auch, wie das dann auch ins Englische bald übersetzt wurde. Und man kann in verschiedenen autobiografischen Rückblicken von geistigen Persönlichkeiten der damaligen Zeit lesen, wie wichtig dieses Buch für sie ist. Gewesen ist. Er wurde dann daran auch sehr schnell als Gastprofessor nach Amerika eingeladen und er hat dann das von Michel Müller bereits genannte Buch verfasst, The Theology of Crisis. Es ist dies, also das Exemplar in der Zentralbibliothek Zürich. Ein Buch, das es nie auf Deutsch gegeben hat, das aber im englischen Sprachraum wie ein Fanal gewirkt hat. Man hat darum, ich habe 1962, 63 in Amerika studiert. Noch damals hat man nicht nur das Buch gelesen, sondern man hat die ganze dialektische Theologie, Theology of Crisis, genannt. Das ist so prägend geworden. Übrigens, ich denke, es kann durchaus interessant sein, wenn man sich dieses relativ dünne Buch in der Zentralbibliothek einmal ausleiht. Dann die, wie man auch gesagt hat, die Ethik der dialektischen Theologie, das Gebot und die Ordnungen, auch sehr bald dann auf Englisch zugänglich, Divine Imperative. Ich persönlich halte es für Brunners bedeutendstes Buch. Es ist zwar bekannt, dass Karl Barth nicht damit zufrieden war, aber Karl Barth in Ehren, ich denke doch, es ragt heraus, es ist die große evangelische Ethik zwischen den beiden Weltkriegen und war damals unglaublich progressiv, auch in den Detailfragen, bis und mit in der Frauenfrage, in der Frage der Familienplanung. Es steht zum Beispiel darin, man könne von einer Frau nicht verlangen, einfach Kinder zu gebären, wie es gerade komme, sondern zu einem christlich verantwortlich gelebten Leben gehöre, dass man Familienplanung betreibe.
Etwas, das ihn übrigens sein ehemaliger Freund Eduard Thurneisen sehr übel genommen hat. Hätte das nicht schreiben dürfen, Brunner schreibt das zurück. Wenn ich etwas im Leben geschrieben habe, das ich nicht mehr zurücknehme, dann ist es das. Und ich bin mir sicher, dass ich damit vielen Menschen praktisch im Leben geholfen habe. Also das, ich denke, es ist wirklich Brunners wichtigstes Buch. Von da gehen dann auch Linien weiter, etwa zum hier in Zürich, da später sehr bedeutenden Sozialethiker Arthur Riech. Arthur Riech war ein Schüler von Brunner, das sage ich auch, wenn eben der heutigen gültigen Riech-Biografie in einer Fußnote diese These von mir bestritten wird. Aber ich habe ja Arthur Riech selber persönlich gekannt und ich weiß, wie Arthur Riech bei allen Gegensätzen und Unterschieden nicht nur von Brunner viel gelernt hat, sondern dass er ihn hoch verehrt hat. Und dass er sehr viele seiner Gedanken auch wirklich aufgenommen und weitergeführt hat. Und es ist eindeutig, Arthur Riech wäre nicht Arthur Riech geworden, wenn er nicht eben bei Brunner sehr viel gelernt hätte. Ein Kapitel, das ich nur ganz streife, Brunner machte dann in der Oxford-Gruppenbewegung von Frank Buchmann mit, ließ sich nach meiner Meinung ein Stück weit auch missbrauchen. Man suchte einen berühmten Theologen als Aushängeschild. Sie sehen hier auf der Fotografie in der Mitte Frank Buchmann, diesen amerikanischen Theologen, auf der linken Seite Theophil Spörri, der Zürcher Romanist, der da auch sehr beteiligt war, und auf der rechten Seite Emil Brunner. Er hat zwar, ich weiß, dass Frau Bühler heute Nachmittag in ihrem Workshop da genauer darauf eingehen wird, Brunner hat auch sehr interessante Erfahrungen im Zusammenhang mit der Gruppenbewegung gemacht, aber er hat dann selber gemerkt, das ist es nicht, und unter anderem für ihn ein großes Ärgernis war, dass Frank Buchmann dem Nationalsozialismus in Deutschland weitgehend unkritisch gegenüber gestanden hat. In einem Brief schreibt er sogar im Zusammenhang mit dem Reichsbischof Müller, dieser ist natürlich ein viel größerer Christ, als du einer bist. Und Brunner musste sich dann von der Gruppenbewegung wieder trennen. Ganz kurz, auch da haben Sie ja dann heute einen Workshop, für die es interessiert, der berühmte Streit zwischen Brunner und Barth über die natürliche Theologie. In meinem Buch habe ich das ja auch ausführlich dargestellt. Aus heutiger Sicht sind die Fragestellungen, denke ich, zu einem guten Teil auch insofern überholt, als nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch dann Karl Barth viele wichtige Gedanken von Brunner aufgenommen hat. Karl Barth hat dann auch, wenn man es so will, natürliche Theologie respektiert als ein Aspekt möglich in der Theologie. Für Brunner war es tragisch, weil die Kampfschrift Nein ihn eben doch tief in seinem Herzen getroffen hat. Mir hat einmal auch Eduard Schweitzer erzählt, der Neutestamenter hier, der bei Barth und Brunner ja studiert hatte, in den 50er Jahren sei keine Vorlesungsstunde vorbeigekommen, in der nicht Brunner sich in irgendeiner in der Regel ärgerlichen Weise mit Karl Barth auseinandergesetzt habe. Also da ist eine offene Wunde geblieben, eine Tragödie. Immerhin menschlich haben Barth und Brunner sich ein Stück weit eben doch gut verstanden. Wir sehen sie hier auf dem Bergli in Oberlin, gerüstet für einen gemeinsamen Ausritt. Und zwar ist das eine Foto, die nach der Schrift Nein entstanden ist. Und man hat das Gefühl, irgendwie finden sie doch den Rang miteinander. Und hier noch ein Foto der beiden alten Herren. Sie haben
Variationen von diesen Fotos sicher auch schon gesehen. Ich habe bewusst für mein Buch die ausgewählt, wo sie freundlich lachen. Denn ich denke, das gibt die Stimmung der älter gewordenen Herren doch am treffendsten wieder. Es ist beider amerikanischer Schüler John Hessering, der diese Fotografie gemacht hat. Brunner kam dann in die ökumenische Bewegung hinein. Sie sehen hier den Erzbischof Temple von Canterbury, Sie sehen neben dem Erzbischof rechts den jungen Fischer Hooft und hinter ihm sehen Sie Brunner bei einem der vielen ökumenischen Meetings. In der Bewegung Life and Work ist Brunner für viele Jahre der maßgebende Theologe gewesen, der auch an den verschiedenen Sitzungen und Versammlungen immer die Hauptreferate halten musste. Im Zusammenhang mit der Bewegung Life and Work wurde er aufgefordert, auch eine Studie zu machen über christliche Anthropologie, und daraus ist dann sein Buch Der Mensch im Widerspruch entstanden, die christliche Lehre vom wahren und vom wirklichen Menschen, und auf Englisch auch sehr schnell dann weit herum verbreitet. Und auch das im Zusammenhang mit der ökumenischen Bewegung. Brunner wurde eingeladen, in Oslo Gastvorlesungen zu halten, sein Buch Wahrheit als Begegnung. Es gibt viele, die meinen, das sei auch heute noch Brunners lesenswertestes Buch. Er wendet sich hier gegen eine Objektivierung des Glaubens, gegen eine Verdinglichung des Göttlichen. Der Glaube ist ein personales Geschehen, und es ist sicher immer noch interessant, wenn man sich mit diesen Gedanken auseinandersetzt. Er wurde dann als Gastprofessor nach Princeton berufen. Wir sehen hier den damaligen Präsidenten des Princeton Theological Seminary, John McKay, einer der wichtigsten amerikanischen Theologen und Kirchenleute im ganzen 20. Jahrhundert. Was er alles gemacht hat, von welchen Gremien er alles Präsident war, das kann ich Ihnen gar nicht alles erzählen. Brunner selbst vor der Chapel des Princeton Theological Seminary, wo er auch regelmäßig Predigten gehalten hat. Wie Brunner auch in Zürich verehrt wurde, sehen wir an diesem Prospekt des damaligen Zwingli Verlags. Professor Dr. Emil Brunner ist trotz den zahlreichen Ehrungen, die ihm in Amerika zuteil geworden sind, wieder in unsere kleine Heimat zurückgekehrt, wo ihn sein überaus großer Freundes- und Bekanntenkreis mit herzlicher Freude empfängt. Der Zwingli Verlag Zürich hat es sich zur angenehmen Pflicht gemacht, bei diesem Anlass die in seinem Verlag aufgenommenen Werke und Arbeiten von Professor Dr. Emil Brunner durch die Zusammenstellung seinen Freunden und auch weiteren Kreisen bekannt zu machen. Ich denke, alle Theologen, die hier sind, die Bücher schreiben, würden sich freuen, wenn die heutigen Verlage auch derartige Prospekte drucken würden, was meines Erachtens aber in der Regel nicht mehr der Fall ist. Im Zweiten Weltkrieg hat sich Brunner sehr stark an der, wie man damals sagte, geistigen Landesverteidigung beteiligt. Hier eine Broschüre für die Dornister-Bibliothek, die Wehrmännern abgegeben wurden, so eine Art, wie wir sagen, wie SIW-Hefte, hier die eiserne Ration, ein Büchlein, durch das er auch weit an der Basis der Bevölkerung gewirkt hat. Während des Krieges, neben dem, dass er das Rektorat der Universität Zürich bekleidete, schrieb er sein Buch Offenbarung und Vernunft, ich würde sagen sein, wenn man das Wort brauchen darf, liberalstes Buch. Sehr offen für viele Fragestellungen, die eine Zeit lang in der Theologie fast verboten gewesen wären. Auch dieses Buch ist dann sehr schnell
im englischen Sprachgebiet auch verbreitet worden. Und dann immer noch im Krieg, 1943, das Buch Gerechtigkeit, Justice and the Social Order auf Englisch. Noch einmal eine Ethik, wenn man das Gebot und die Ordnungen kennt, nimmt man wahr, dass Brunner in einem gewissen Sinn konservativer geworden ist. Es finden sich immer noch sehr erhellende Passagen, dann eben auch Passagen, bei denen man eher die Stirne runzeln würde. Und ganz bedeutend, denke ich, aber, und das war für seine Generation und für die evangelische Theologie sehr innovativ in seinem Nachdenken über die Ethik, hat er sich neu mit der nikomachischen Ethik von Aristoteles auseinandergesetzt. Und er hat dann auch den Ehrendoktor für Jurisprudenz von der Universität Bern als Dank für das Buch Gerechtigkeit bekommen. Nach dem Krieg eine Predigt in Fraumünster. Wir sehen hier, es war in Zürich ein gesellschaftliches Ereignis, wenn Professor Brunner predigte. Es gibt natürlich dort keine Schagau-Fenster, aber immerhin die Kirche gab es schon und sie war voll, sogar hier auf der Kanzeltreppe ist noch jemand, der sonst keinen Platz gefunden hat. Und nun, ich habe es schon erwähnt, der jüngste Sohn Thomas, der ist diesem Eisenbahnunglück im Engadin zum Opfer gefallen. Wir sehen hier auch die Kirche von Witikon, wo die Trauerfeier stattfand, ein Bild, das Margrit Brunner gemalt hat. Es hat die Familie Brunner tief getroffen, nachdem schon der Sohn Peter während des Krieges an einer akuten psychischen Störung gestorben war. Und immerhin auf diesem Hintergrund, das ist die existenzielle Tiefe, konnte dann Brunner seine Eschatologie schreiben, das Ewige als Zukunft und Gegenwart, auf Englisch Eternal Hope, eine implizite Auseinandersetzung auch mit dem Entmythologisierungsprogramm von Rudolf Bultmann. Am 200-jährigen Jubiläum von Princeton war Brunner, er sitzt in der vordersten Reihe von links als Sechster, der Gastredner. Und er hat dann auch die Gifford Lectures gehalten in Aberdeen, Christianity and Civilization. Ein groß angelegtes Werk, wo er auch wieder viele Anliegen des eine Zeit lang verlästerten Kulturprotestantismus aufgreift. Und seine Dogmatik ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und etwas für Zürich ganz Wichtiges, ohne Emil Brunner wäre natürlich Bolden nie gegründet worden. Und er hat sehr viel von seiner Kraft darüber eingesetzt. Er hat sich auch darum bemüht, Sponsoren zu finden. Wir sehen hier Brunner ganz rechts auf einer Tagung auf Bolden, daneben uns anschauend Pfarrer Erwin Sutz und uns den Rücken zu drehen, mein Schwiegervater Hans Wilberger. Und Brunner ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark ins Internationale hineingegangen. Er wurde theologischer Berater der internationalen CVJM, hat Asien bereist. Hier sehen wir ihn in Thailand, wie er zusammen mit seiner Frau von jungen Leuten des CVJM empfangen wird. Und das muss ich jetzt nicht ausführen, das Missverständnis der Kirche, das ist ja heute angekippt worden und wird sie ja heute noch weiter beschäftigen. Er ging dann nach Japan am Schluss seiner Karriere an die International Christian University. Hat, hier sehen wir, wie sie in Japan empfangen werden, als sie aus dem Schiff steigen. Als Gehilfin ging die Braut des verstorbenen Sohnes Thomas, Iris Brunn, mit. Wir sehen Brunner, wie er in Japan mit Hilfe eines Dolmetschers
Vorlesungen halten muss. Er hat das offensichtlich aber auch als sehr mühsam und belastend empfunden. Ich kann ihm das nachfühlen, ich musste mal in Ungarn eine Vorlesung halten. Und dann habe ich immer so drei Sätze gesagt und dann hat der Dolmetscher etwa sieben Sätze gesprochen und ich musste schweigen und dann durfte ich weiter und dann ging mein Vortrag nach 40 Minuten fast zwei Stunden und ich habe das Gefühl gehabt, die Leute sind dabei fast eingeschlafen. Es ist also sehr mühsam, diese Weise Vorträge zu halten. Hier in Nagasaki, bei der Gedenkstätte für den Atomkrieg und hier noch der alte Brunnen, er ist in Japan, hat er zum ersten Mal auf der Rückreise einen Hirnschlag. Es sind weitere dazugekommen und in den letzten Lebensjahren arbeitet er immer wieder weiter. Es gelang ihm mit Mühe und Not auch noch den dritten Band seiner Dogmatik zu publizieren, aber er hat sehr unter der Situation gelitten. Und komme zum Schluss. Was ist behaltenswert? Ich habe das ganz kurz nur noch versucht aufzulisten. Zunächst einmal, das wurde heute schon genannt, eine Kirche, die nicht missioniert hat, demissioniert. Ich würde mich dem anschließen. Es kommt nur darauf an, was man unter dem Wort missionieren versteht. Aber eine Kirche, die nicht mehr von sich überzeugt ist, die kann ja wohl wirklich auch verschwinden von der Bildfläche. Und ich denke, dass wir da von Brunner schon etwas lernen können und dass wir auch spüren, von Anfang an und auch schon von seinem Gehen nach England an, Gehen nach Amerika an, von seinen Reisen aus, ihm war die ganze Welt wichtig als Resonanzraum. Und er suchte das Gespräch in allen Richtungen und das ist sicher ein ganz wichtiger Teil und vorbildlicher Teil seiner Lebensleistung. Hat es genannt, damit hängt dann auch sein Interesse an der Philosophie sowie an den Natur- und Sozialwissenschaften zusammen. Er hat schon als Theologiestudent im ersten Semester auch Vorlesungen über Logik besucht zum Beispiel, hat eine überdurchschnittlich gute philosophische Schulung gehabt und darauf basiert dann ja auch sein Programm der Heristik. Drittens, das Interesse an der Ethik bzw. am Vorletzten. Ich denke, man kann leicht zeigen, dass zum Beispiel das Lebenswerk von Dietrich Bonhoeffer ohne Emil Brunner anders herausgekommen wäre. Man weiß, dass Bonhoeffer das Gebot und die Ordnungen ganz sorgfältig durchgearbeitet hat. Und zwischen den Zeilen und manchmal auch in den Zeilen finden sich sowohl in Bonhoeffers Buch Nachfolge als auch in seinen Gefangenschaftsbriefen viele Echos, die auf Emil Brunner hindeuten. Unter anderem eben auch der Begriff des Vorletzten, der Bonhoeffer für die Ethik so wichtig war. Ich zitiere hier aus einem ganz frühen Text von Brunner, in Auseinandersetzung mit seinem Onkel Hermann Kutter schrieb er einmal, das Sollen wird erst im Himmel überflüssig. Das Sittliche ist aber auch selbst Wert und Zweck. Wir können mit den sittlichen Ordnungen schaffen, nicht warten, bis alles aus dem Gotteserlebnis von selbst fließt. Das warf Herr Kutter vor. Man denke an die Erziehung und an das ganze Kulturleben. Wir sollen durch die Kulturtätigkeit, die auf sittlichen Voraussetzungen ruht, nicht aufgeben, bis das Reich Gottes da ist, das heißt, bis alles von innen kommt. Also das Sittliche kann nicht warten, bis alles von selbst kommt. Ich denke, dass das auch heute sehr behaltenswerte und gültige Sätze sind. Und auf diesem Hintergrund ja darum dann auch seine ethischen Publikationen. Dann viertens sein Personalismus, der Kampf gegen die Verdinglichung Gottes, Wahrheit als Begegnung. Und diskutieren muss man seine Ekklesiologie, die Kirche, die Ekklesia, wie er es formuliert, im Missverständnis der Kirche, Bruder- bzw. Schwesterschaft oder geschwisterliche Gemeinschaft. Ich denke, da wird ein weites Feld aufgerissen,
wo man auch sich sehr stark anregen lassen kann, auch wenn man, wie ich persönlich meine, diejenigen, die mich kennen, wissen ja, dass ich Karl Barth näher stehe und ich habe einen Aufsatz geschrieben über Karl Barth und das Kirchenrecht, wo ich ihn mit Brunner verglichen habe. Meine Sympathien sind eher bei Barth, aber ich sage, gebe gerne zu, dass das sich lohnt, wenn man sich auch heute im Zusammenhang mit unseren heutigen Fragen in der Kirche damit auseinandersetzt. Und damit hoffe ich, dass ich die Zeit nicht ungebührlich überschritten habe. Aber ich durfte auch erst 10 Minuten später anfangen. Und jetzt ist es nur 5 Minuten später. Also glaube ich, Ralf Kunz, kannst du mir nicht böse sein.